Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder auf meinem schönen Kanal. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter. Die nächsten drei Ausgaben von unserem Power Rangers Megazord wollen verbaut werden. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich erstmal noch eine Kleinigkeit loswerden. Und zwar hatte ich ja das Problem gehabt, dass meine Platine der USB-Anschluss abgerissen ist vom Megazord-Kopf und jetzt hat mich die nächste Lieferung schon vom André erreicht, wo die Ersatzplatine bei war. Hab das Ganze wieder zusammengesetzt. Allerdings muss ich leider feststellen, die Platine funktioniert, aber anscheinend ist wohl der Akku mittlerweile kaputt und das ist nicht nur beim Megazord-Kopf so, sondern das ist auch mittlerweile beim blauen Sort so, denn sobald ich das Kabel an den PC anschließe, fängt der Kopf an zu leuchten, das heißt also eigentlich der Akku lädt. Sobald das aber dann fertig ist und ich gehe in den normalen Betrieb auf den On-Schalter, funktioniert nichts mehr. Also gehe ich mal von aus, dass der Akku das nicht mehr speichert. Das ist wie gesagt dann beim blauen Kopf mittlerweile auch so. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, dass diese kleinen Akkus nicht wirklich lange halten und somit eigentlich reiner Schrott sind. Ich bin am Überlegen, wenn ich jemanden da draußen finde, der mir das Ganze alles verkabeln würde, dann würde ich das lieber über Batterie oder auf Netzteil umstellen, weil sonst hat das alles hier großartig keinen Sinn, wenn die so schnell kaputt gehen. Das wollte ich mal eben am Rande loswerden. Und jetzt starten wir in die Bauphase. Und zwar wollen wir heute machen die Ausgaben Nummer 27, 28 und 29. Beim letzten Mal haben wir ja diesen schönen Kopf hier zusammengesetzt, den T-Rex-Kopf von unserem roten Sort. Und wir haben die ersten Teile für unsere rechte Vorderhand bekommen gehabt. Da soll es dann heute auch weitergehen. Wir werden die noch ein bisschen verlängern mit weiteren Gelenken. Und wir fangen dann natürlich auch gleichzeitig mit der linken Vorderhand an. Das wollen wir heute alles machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ihr kommt jetzt dichter und wir legen los. So, hier haben wir dann jetzt Ausgabe 27 von unserem Power Rangers Megazord. Darin bekommen wir weitere Teile für unsere erste Kralle, die ich jetzt hier gerade in die Hand genommen habe, die wir beim letzten Mal zusammengesetzt haben. Da kriegen wir zwei weitere Verkleidungsteile, wir kriegen zwei Gelenke und wir kriegen Abdeckungskappen. Was dürfen wir denn Schönes tun? Wir dürfen uns die Kralle wieder hier schön in die Sa zur Seite legen und das erste Gelenk einmal hier schön einsetzen. Drücken wir einmal so schön da so rein. Und das zweite Gelenk, das setzen wir in die Verkleidung rein. Kräftig reindrücken. Zur Not wieder ein bisschen Hilfsmittel nehmen, wenn die nicht richtig rein will. So haben wir drin.
Und dann sollen wir die beiden Teile übereinander verschließen. Und zwar so, dass das Gelenk, was wir da eingesetzt haben, hier rein drückt. Und von der anderen Seite, dass dann da so drauf kommt. Das funktioniert noch nicht so ganz. Wieder ein bisschen kräftig drücken, dann geht das auch das Ganze geschmeidig zu. Ist halt alles mit ein bisschen Druck. Aufwand verbunden, aber funktioniert. Und zum Schluss müssen wir dann noch zwei schöne Schraublöcher verdecken. Nämlich die beiden hier. Da kommen noch so kleine Abdeckungen rein, die überhaupt nicht wirklich halten. Bisschen fester drücken vielleicht. Jetzt. Jetzt halten sie da drin, so wie sie auch sollen. Wunderbar. Das letzte Teil, was ich hier noch habe, das bleibt erstmal hier liegen. Und damit sind wir auch schon fertig mit Ausgabe Nummer 27. Kommen wir dann jetzt zur 28. In Ausgabe 28 bekommen wir weitere Abdeckungsteile. Wir kriegen ein weiteres etwas größeres Gelenk. Dann kriegen wir noch jede Menge Schrauben, Muttern, ja, Muttern und ich glaube auch noch Unterlegscheiben. Ne, das sind glaube ich nur Unterlegscheiben. Ja, Unterlegscheiben und je ein paar Schräubchen. Was dürfen wir denn Schönes machen? Das könnte jetzt ein bisschen mehr sein. Erstmal nehmen wir uns wieder unseren schönen Teil hier zur Hand, das wir bisher angefertigt haben. Nehmen uns ein Verkleidungsstück. Das ist alles aus Plastik und ja, wird dann so da drauf gesetzt. Dann das Ganze noch schön verschließen. Nämlich so. Dann haben wir das Ganze jetzt so schon ein bisschen zusammen. Jetzt nehmen wir uns das nächste, nicht dieses, sondern dieses Verkleidungsteil. Da setzen wir ein etwas größeres Gelenk ein. Das setzen wir so da rein und tun es mit PWM und Unterlegscheiben von der anderen Seite anschrauben. Dafür sind also die Unterlegscheiben. Jawohl, ja. Dann machen wir das Ganze doch. Ich kippe das jetzt mal alles hier einfach aus. Ist ja wieder nur ein Tütchen. Aber zumindest sind die Schrauben farblich und auch gut beschriftet, so dass ich das wenigstens leichter rausfinde, wie bei manch anderem Projekt. So, dann nehmen wir eine Schraube. Da setzen wir uns ein Unterlegscheibchen drauf. Na, wenn das denn geht. So. Und dann schrauben wir das Ganze nämlich einmal so schön fest hier. So, eine haben wir. Das Ganze machen wir jetzt noch dreimal, sofern die Schraube hier gerne möchte. Und sofern ich hier noch am Rumfummeln bin, wir haben heute
Dienstag. Und der 28. 10. rückt immer näher, das sogenannte Fantreffen im Heidepark in Soltau kommt immer näher, Schritt für Schritt. Und wer jetzt noch Lust und Laune hat und auch noch gleichzeitig Zeit dazu hat, ist herzlich eingeladen um 12 sich um 12 Uhr im Heidepark im Eingangsbereich einzufinden. Dort kann er dann mit uns einen schönen Tag verbringen. Mit uns meine ich den lieben Patrick von Partwork Modellbau, dann den lieben Olaf von Check Made It. Unter anderem ist auch Frank mittlerweile jetzt da, ist Frank mit dabei von TKs Modellbauschmiede und der liebe Kai von Kais Modellbauecke. Und natürlich meine Wenigkeit werden an diesem Treffen teilnehmen. Und wenn ihr auch Lust habt, dann seid ihr herzlich eingeladen am 28.10. 12 Uhr im Heidepark nach Soltau zu kommen. So, das war noch mal ein klein bisschen Werbung für das schöne Event. Ich hoffe, wir haben wirklich schönes Wetter an diesem Tag. Soll ja einigermaßen, wenn ich richtig gehört habe, in den nächsten Tagen schönes, gutes Wetter sein, dem Herbst entsprechend natürlich. Und dann hoffe ich, dass wir das auch an diesem Freitag haben werden. So, während ich jetzt hier das gemacht habe, hat der Micha gesehen, dass er das Ganze ja durch die Werbung falsch rum eingesetzt hat. Ich mache mal kurz einen kleinen Cut und drehe das mal. So, jetzt habe ich's richtig rumgemacht. So soll das nämlich da rein. Und was ich noch vergessen habe, nochmal zur Werbung zurück. Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen kostspielig, weil wir sind ja alle nicht gerade reich. Das heißt, die Eintrittskarten müsstet ihr euch für den Park schon selber besorgen, da wir weder mit dem Park zusammenarbeiten noch eine Kooperation technisch irgendwas haben. Es wird auch nicht irgendwie vom Park aus selber irgendwie was übernommen oder so. Das ist allein von uns aus die Idee gestattet und somit muss leider jeder den Eintritt selber übernehmen. Aber man hat hinterher einen schönen Tag mit sehr lieben, netten Menschen und das soll es doch eigentlich vielleicht dem einen oder anderen wert sein. Ja, so, jetzt schaue ich mal, dass das hier da drauf passt. Zack, passt mit ein bisschen Druck und ich merke schon hier, die Kappen, die fallen schon wieder raus. Die werde ich noch mit Sekundenkleber da reinkleben, weil ich muss ja an die Kralle sowieso nicht mehr dran. Habe ich die jetzt auch richtig rum eingesetzt? Ja, habe ich. Und jetzt kommt dann auf die andere Seite, kommt das dann drauf und wird mit einer BP-Schraube auch noch hier rein verschraubt, dass das Ganze zusammengehalten wird und nicht wieder auseinandergehen kann. Und dann haben wir so langsam den ersten Arm von unserem T-Rex zusammengesetzt. Ja, das sieht doch schon richtig nach was aus. Die Gelenke lassen sich auch wunderbar bewegen. Ja, wunderbar. Und dann hatten wir noch einen Teil über
von der letzten Ausgabe, von der Ausgabe Nummer 27. Das kommt dann natürlich jetzt hier draufgesetzt, um das Schraubloch zu verdecken. Finde ich eine recht schöne Idee, dass man dann keine Schraublöcher sieht. Und damit sind wir auch, ja, das fällt schon wieder ab, sind wir auch mit Ausgabe Nummer 28 jetzt fertig. Kommen wir dann jetzt noch zur Ausgabe 29, der letzten Ausgabe von dieser Lieferung. In Ausgabe Nummer 29 bekommen wir eigentlich die gleichen Teile wie Ausgabe 26 für den anderen Arm des T-Rex. Bauen wir jetzt erstmal wieder die Krallen zusammen. Darin bekommen wir einmal eine Halterung, dann bekommen wir jeweils die beiden Krallen und die setzen wir dann alles wunderschön zusammen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch besser passt zusammen. Nicht so wie beim ersten Mal. So, was dürfen wir tun? Normalerweise brauche ich eigentlich gar nicht großartig mehr in die Betriebsanleitung schauen, weil einmal haben wir das ja schon gemacht. Wir nehmen uns, ist das dieses Teil oder ist das das andere Teil? Nein, das müsste eigentlich das, ja, das ist das Teil und wir nehmen uns hier raus dieses hier mit der schönen Lasche. Das setzen wir hier so ein und werden es mit einer BP-Schraube dann wieder verschrauben. Wir haben auch wieder jede paar Schräubchen hier und auch Muttern sind auch wieder mit am Start. Und wir nehmen jetzt erstmal eine BM-Schraube. Und die setzen wir jetzt hier in die Mitte wieder rein. So. Haben wir gemacht. Und dann kommt jetzt das Teil hier zum Einsatz. Das Halterung. Und die setzen wir jetzt wieder wie rum ein. So herum kommt die und da kommt dann wieder von unten und oben jeweils eine Unterlegscheibe aus Gummi draufgelegt. Vorsichtig. Diese Unterlegscheiben sind alle abgezählt. Da haben wir keine über. Das heißt, wenn da eine flöten geht, war es das. So, habe ich jetzt alle vier raus? Ich glaube ja. So. Kleben auch gerne mal übereinander, dass das dann aussieht wie eine, sind aber dann insgesamt eigentlich zwei. Ne? Wird natürlich jetzt so eine schöne geile Aktion, die zu trennen. Also nicht wundern, wenn ihr den baut und habt, wir haben nur zwei Stück, wir brauchen aber insgesamt vier. Ja, die kleben gerne dann auch mal zusammen. So, ich lege mir jetzt eine dahin und tu erstmal eine hier oben drauflegen und eine andere kommt hier unten in das Gelenk reingelegt. So, und dann kommt das hier so rein. Ich hoffe, ich nehme jetzt auch die richtigen Unterlegscheiben. 29,8. Ja. Nehme ich. So, haben wir jetzt rein. Und dann sollen wir das Ganze
hier gemacht. Es ist, doch, es kommt doch so hier, ne? So kommt das. Da drauf. Ah, ja. Und das Teil, was wir da zusammengesetzt haben, wo ich die untere Scheibe drauf habe, kommt tatsächlich hier drunter. So. Und von oben kommt das Teil, wo wir das mit der Lasche eingesetzt haben, so wieder hier drauf und wird mit einer BM-Schraube angeschraubt. Gucken, dass ich das perfekt hier drüber halte, dass ich dann auch mit der Schraube direkt in das Gewinde reinkomme. Allerdings natürlich besser gerade. Nehmen das hier mal hin. So. Ich glaube, ich sollte in dem Gewinde drin sein. Ja, ich bin in dem Gewinde drin. Aber ich sehe schon, ich bin mit dem einen Unterlegscheibe. Die hängt voll daneben. Die ist nicht richtig drauf. Die hier drunter ist. So, die verteilen wir mal ein bisschen weiter rüber. So. Legen das uns wieder dahin. Mal gucken, ob wir es jetzt besser hinkriegen. Das könnte doch gut aussehen. Das könnte sehr gut aussehen. Ja. So ganz, noch nicht so ganz wie soll. Kannst du noch ein bisschen fester ziehen? Ja, vielleicht ist ja eigentlich eine PM, das heißt normalerweise ist das ja dann Öl. Ich hätte sie vielleicht mit Öl machen sollen, dann wäre es vielleicht leichter gegangen. Aber warum leicht machen, wenn es auch schwer geht? So, dann eine weitere Stabilität. Halterung, die setzen wir so ein und die wird auch mit einer PB-Schraube. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Ja, das ist genau das, was ich mir schon gedacht habe. Deswegen hat das auch nicht funktioniert hier. Ja, der Micha nimmt eine Plastikschraube und schraubt die ins Metall. Und dann nochmal ohne Unterlegscheibe, ja. Nicht nachmachen, sag ich dazu nur. So, wir nehmen uns eine PM-Schraube. Nochmal. So. Und das sieht doch dann schon gleich viel einfacher aus, wenn die so leicht da reingeht. Zack. Und dann sitzt die auch. So. Und jetzt können wir das wieder drehen. Und hier kommt dann jetzt die PB-Schraube rein. So.
Schraube ist drin, sitzt alles und jetzt können wir noch zu guter Letzt an dieser Kralle hier das Teil hier einsetzen und wir nehmen wieder eine PM-Schraube. Setzen die wieder da schön rein. Und dann brauchen wir wieder Plastikringe. Oder Gummiringe, wie auch immer. Einer kommt hier oben drauf. Gesetzt. Und dann bleibt hier doch einer über. Brauchen ja insgesamt doch nur drei, also ist doch ein Gummiring über. Ja, dann ist das ja in Ordnung. Kommt das so da drauf? Wir nehmen wieder eine PM-Schraube, nehmen uns ein Unterlegplättchen und schrauben das Ganze wieder fest. Jetzt muss das Ganze nur noch wieder richtig einrasten. Wenn wir nur mal gucken, wie es am besten richtig einrastet. Das wird hier noch nicht mal. Ja, doch, es soll glatt sein. Okay. Wir schrauben die ein bisschen los. Und das hatten wir ja bei der anderen Kralle schon, dass wenn wir die zu stark anziehen, hier, dann drückt sich das wieder auf. Aber so ist es richtig. Und dann haben wir jetzt unser kleines Abschlussbild. Wir haben einmal das ist dann der linke Arm und das ist dann der rechte Arm von unserem T-Rex. Und damit sind wir mit Ausgabe 29 auch fertig und mit den Ausgaben für dieses Video. So, meine Lieben, da bin ich auch schon wieder und der Micha hat natürlich mal wieder Müll erzählt, wie immer. Das ist natürlich hier nicht die rechte, sondern das ist die linke. Man muss das ja immer spiegelverkehrt sehen. Na, wenn das bei mir auf, wenn ich das von vorne sehe, ist das von mir aus die rechte. Vom T-Rex aus ist es die linke. So, die haben wir zusammengesetzt, die Hand, die Vorderhand und mit der rechten haben wir angefangen. Da sollte es eigentlich dann jetzt auch beim nächsten Mal weitergehen, denn wir wollen die dann genauso aussehen lassen wie die. Allerdings sind die Ausgaben 30 und 31 nicht mit der nächsten Lieferung vom André mitgekommen. Das liegt aber nicht daran, dass der André die vergessen hat, sondern das liegt daran, dass Altaya sagt, die kann ich nicht liefern. Es ist nicht nur bei mir so, sondern es ist bei allen Abonnenten so, aber die haben die komplette Kohle für die Lieferung eingesackt. Bin mal gespannt, wann die dann nachkommen. Ansonsten habe ich ja noch die Möglichkeit, die Milch bei Juno zu organisieren. Ja, was machen wir? Wie geht es denn dann definitiv weiter? Wir werden dann mit der 32 weitermachen und folgende, da setzen wir dann den Körper von unserem T-Rex zusammen. Ja. Das war es dann eigentlich auch schon für das Video und nicht nur für das Video, sondern der Kanal hier macht jetzt mal eine Woche Urlaubspause. Ja, ihr wisst ja, am 28.10. findet ja das Fantreffen in Soltau statt, im schönen Heidepark. Wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr gerne kommen. 12 Uhr im Eingangsbereich können wir uns dann treffen. Allerdings, wie gesagt, es ist ein Freitag, ist ein bisschen unglücklich gewählt und den Eintritt müsstet ihr auch schon selbst übernehmen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr
kommen würdet. Und vorher möchte ich natürlich noch ein paar schöne Erholungstage haben, mich ein bisschen Kraft sammeln für die nächsten Aufgaben, die hier kommen. Und zwar ist das zum Beispiel die Titanic, die frisch eingetroffen ist. Da sind erste Ätzteile bei. Mich hat noch nie was von Ätzteilen gehabt. Das wird eine Herausforderung. Ja, am 29.10. findet ja dann auch der Stammtisch und der Halloween-Stream beim Patrick statt. Spätestens da sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Und dann darauf, die Woche geht's ganz normal hier auf dem Kanal dann auch definitiv weiter mit, wie gesagt, der Titanic, die als erstes dann kommen wird. Dann kommt wieder eine Folge vom Ferrari-Truck und eine Kit-Folge und eine Torino-Folge und. Ist ja genug zu tun. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Glück auf, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.